Liebe Freundinnen und Freunde weit weg in Europa und auch die, die es noch werden möchten, ich melde mich aus Sri Lanka. Ich habe hier, wie bereits in einem früheren Video gesagt, sehr viel Zeit gehabt, um nachzudenken, um in mich zu gehen. Auch um zu lernen, dem Internet sei Dank. Ich habe gelernt, dass sich mein ganzes Weltbild wirklich verändern muss, und es hat sich verändert. Die wahrscheinlich wichtigste Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, dass wir in unserer Kultur mit der Evolutionslehre davon ausgehen, dass zuerst die Materie war, die sich vorbereitet hat, weiterentwickelt hat, vom Affen zum Menschen und schlussendlich dahin, wo wir heute sind. Diese Annahme kann man umdrehen. Ich bin überhaupt dabei, umzudenken. Das werde ich weiter noch erläutern. Dieses Umdenken hat mich dazu gebracht, mal zu versuchen anzunehmen, dass es umgekehrt sein könnte, nämlich, dass wir geistige Wesen sind, die in diese Wirklichkeit inkarniert sind, in diese Wirklichkeit gekommen sind und diese Wirklichkeit geholfen haben und auch noch weiter helfen zu gestalten. Das mag jetzt reichlich theoretisch klingen. Es hat aber eine ganz unmittelbare Auswirkung darauf, wie ich meine Wirklichkeit erfahre, respektive wie ich mein Leben gestalte. Es hat mich herausgeführt aus der Ohnmacht, dass der Einzelne von uns nichts tun kann. Jawohl, er kann. Er kann nämlich umdenken. Und je nachdem, wie er denkt, wird er auch diese Wirklichkeit wahrnehmen. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon erlebt. Es mag sein, dass draußen wunderbares Wetter ist, man fühlt sich aber selber schlecht und auf einmal empfindet man das Sonnenlicht als grell und unangenehm und will sich in den Schatten flüchten. Auf der anderen Seite kann man in der genau gleichen Situation erwachen, die Vögel pfeifen hören, man kann die Augen öffnen und Sonnenlicht sehen, man kann sich freuen, man kann in Freude hinausgehen und sich in der Natur geborgen fühlen. Die Natur hat sich nicht verändert, die Umwelt hat sich nicht verändert. Aber das, wie wir es empfinden, wie wir es ansehen, das hat sich verändert. Und das hat eine unglaubliche Macht. In dem Moment, in dem ich das erkannt habe, hat sich mein Alltag verändert. Es ist nichts Theoretisches, sondern etwas ganz Praktisches, was da geschehen ist. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir viele Dinge, die wir anschauen, so sehen können oder negativ. Es kann ja auch sein, zum Beispiel wenn man frisch verliebt ist und es regnet draußen, man empfindet das als den herrlichsten Morgen überhaupt, ganz frisch und die Regentropfen perlen. Ja. Und so geht es mir jetzt mit dieser Corona-Krise. Ich denke, wir müssen unbedingt unsere Wirklichkeit neu ansehen. Natürlich besteht wahrscheinlich bei den meisten Menschen der Wunsch, dass diese Krise möglichst bald vorbei sein sollte und wir
uns wieder zurückfinden in unsere Normalität, dass alles sich langsam wieder erholen sollte und so werden sollte wie früher. Aber ich frage euch, wollen wir das wirklich? Wollen wir, dass alles wieder so wird wie früher? War es vor der Corona-Krise nicht doch so, dass der eine oder andere, oder ich nehme an, sogar die meisten Menschen, auch wenn sie noch so unbewusst gelebt haben, irgendwie gefühlt haben, so kann es nicht weitergehen, so will ich nicht, dass es weitergeht. Aber keine Ahnung da war, wie es sich denn verändern könnte. Und jetzt haben wir die Chance, es zu verändern, indem wir es anders sehen, indem wir unser Bewusstsein so erweitern, dass wir Dinge, die wir anschauen, so sehen können oder auch anders. Dass wir darauf hoffen können, dass sich alles möglichst schnell erholt. Das macht aber, dass wir irgendwo einfach in eine Wartehaltung gehen und es wird dann schon kommen oder noch schlimmer, die da oben werden es dann schon richten, dass es nicht so schlimm und so weiter. Und wo sind wir? Wir können umdenken. Wir können die Chance wahrnehmen und sagen, ist es nicht wunderbar, dass in dieser Situation diese Riesenstrukturen, die uns bis jetzt bestimmt haben, die wir entstehen lassen haben über Jahrhunderte, dass wir diese Strukturen jetzt dadurch, dass sich unser Bewusstsein verändert und wir die Dinge anders sehen, nämlich, dass wir uns alle in einer Menschheitsfamilie befinden, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass es mir erst dann gut geht, wenn es auch meinen Nächsten, meinen Nachbarn, meinem Dorf, meiner Stadt, meinem Land, den anderen Ländern, den Hunger zum Beispiel in Afrika, es ist ja unglaublich, schaut mal, wie viel Geld wird für Rüstung ausgegeben? Würde dieses Geld dafür verwendet, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, wir würden in einem Paradies leben. Und wer sagt uns, dass wir das nicht können? Wir haben ja das Geld. Wir haben das Geld, um die ganze Rüstungsindustrie zu finanzieren, um aufzurüsten, wie wahnsinnig. Dafür haben wir das Geld. Aber anstatt es in der Rüstung und mit Waffen gegen Menschen zu verwenden, könnten wir es ja auch dazu benutzen, es für Menschen einzusetzen. Das ist, was ich meine, umdenken. Warum sind unsere Spitäler dermaßen überlastet? Warum? Weil sie privatisiert wurden, weil sie auf einmal rentieren müssen. Ich will mich da nicht so weit ausholen, das haben andere bereits viel besser getan, als ich das je tun kann. Aber es ist klar, ein Spital ist nicht dazu da, zu rentieren. Ein Spital ist dazu da, Menschen zu helfen. Es hat für Menschen da zu sein und nicht für ein Kapital, das rentieren soll. Dieses Umdenken braucht Übung. Und darum schlage ich vor, einen neuen Begriff zu kreieren. Einen Begriff für eine neue Gesellschaftsordnung, die auf Freundschaft basiert. Ich nenne sie deshalb Philokratie.
Es würde mich freuen, wenn unter diesem Gefäß Menschen sich zusammenfinden würden, die bereit sind, dieses Umdenken des Einzelnen zu diskutieren und zu schauen, wie wir das, was wir umgedacht haben, auch tatsächlich umsetzen können. Ich denke nicht, dass wir oben beginnen sollten. Ich denke, dass wir unten an der Basis anfangen sollten. Da, wo sich kleine Gemeinschaften zusammenfinden. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, das von der Wirklichkeit leider von hinten so eingeholt wurde durch die Corona-Krise. Aber in diesem Buch beschreibe ich, wie es möglich wäre, dass eine Demokratie von unten her entsteht und nicht ein theoretisches Gebilde ist, das aufgestellt wird wie die heutige Demokratie mit ihren Gesetzen und sich alles da unterzuordnen hat, sondern etwas, was langsam, aber sukzessiv von unten entstehen könnte. Ich freue mich auf eure Reaktionen und seid zuversichtlich. Die Welt ist so, wie wir sie sehen. Aber es kommt darauf an, mit welchem Bewusstsein wir sie anschauen. Liebe Grüße an alle.